was möchte ich mit Ihnen machen? Drei Punkte. Was ist eigentlich soziale Verantwortung von Unternehmen? Welche Rolle spielen multinationale Unternehmen eigentlich? Und ich möchte Ihnen ausschnittsweise zwei, weil ich ja auch den Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation habe, zwei Beispiele zeigen eines interkulturellen Transfers, die problematisch sind. Soziale Verantwortung von Unternehmen ist immer schon ein Thema gewesen in Mitteleuropa und wird immer mehr auch ein Thema, auch in Ihrer Generation, durch ein steigendes Bewusstsein für ethische und nachhaltige Fragestellungen in der Wirtschaft. Also gerade was wir alles erleben, auch Umweltbewusstsein, soziales Engagement, stellt genau diese Frage, wie weit sollte denn ein Unternehmen auch ein sozialer Akteur sein? Das mag für Sie etwas sein, wo Sie sagen, ja, das Unternehmen hat hier ein soziales Engagement, hat ein ethisches und ein umweltpolitisches Engagement. Das ist aber natürlich in der Wirtschaft sehr umstritten, das ist auch in der Forschung sehr umstritten. Sie wissen auch, dass die internationalen Wertschöpfungsketten zu oft oder wir sind, uns ist bekannt über die internationalen Wertschöpfungsketten, dass wir sehr oft menschenunwürdige Arbeitsbedingungen haben, gerade in Entwicklungsländern. Denken Sie an Kinderarbeit, an fehlende soziale Absicherung. Wir kennen Beispiele aus dem Textilbereich, wir kennen aber auch Beispiele von Smartphones. Ich selbst bin frankophoner Kulturwirt und Frankreich-Spezialist. In Frankreich hatten wir vor einigen Jahren eine große Welle von Selbstmorden am Arbeitsplatz, also sehr dramatisch. Und auch das rückt die soziale Verantwortung von Unternehmen in den Mittelpunkt. Wir haben die Ausgangslage, dieses steigende Bewusstsein eben für gesellschaftliche Probleme und damit auch die soziale Verantwortung der Unternehmen hier. Worum geht es bei der sogenannten Corporate Social Responsibility? Also ein Begriff, der sich jetzt eigentlich wieder, der immer schon existent war in Mitteleuropa. Also Unternehmen waren schon immer sozial verantwortlich. Wenn wir an Robert Bosch zum Beispiel denken und viele andere Unternehmen, dann hatten die immer auch schon eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Aber seit etwa zwei Jahrzehnten kommt das wieder zurück zu uns nach Europa, nämlich als Corporate Social Responsibility, also ein angelsächsisches, amerikanisches Konzept, was jetzt eben genau sagt, was Unternehmen zu tun haben oder nicht. Also hier wird thematisiert, inwiefern sich Unternehmen und Mitarbeiter innerhalb bestimmter sozial akzeptierter Grenzen zu verhalten haben. Es gab sogar 2002 schon, also überlegen Sie mal, vor 17 Jahren gab es schon ein Grünbuch der Europäischen Union, das also auf freiwilliger Basis sich für soziale Belange und Umweltbelange in der Unternehmenstätigkeit eingesetzt hat. Und das schon thematisiert. Wir haben aber, und das ist einfach so, das werden Sie auch immer wieder in Ihrem Studium sehen, wir haben gegensätzliche Positionen. Also wenn Sie vor vielen Jahren und teilweise heute auch noch mit Betriebswirten reden, dann sagen die ja, also Unternehmen haben keine soziale Verantwortung. Unternehmen haben die Verantwortung, den Aktienkurs zu maximieren, Gewinne zu machen. Und es gab einen Artikel von einem Ökonomen, Friedmann, der sagte, the social responsibility of business is to increase its profits. Ja? Also das Unternehmen soll wachsen, soll bestehen, soll Gewinne machen und damit ist es sozial genug, weil es Arbeitsplätze schafft, weil es das irgendwie schon etwas richtig machen würde. Also hier haben wir diesen typischen Shareholder-Ansatz. Die andere Position ist der Stakeholder-Ansatz. Es gibt nicht nur die Aktionäre, es gibt die Mitarbeiter, es gibt das gesellschaftliche Umfeld, also sprich die Kunden, die Lieferanten, die Eigentümer, die Geschäftspartner, die Gesellschaft, der Staat. Also das Unternehmen geht weit über seine kleinen, engen Grenzen hinaus, sondern das Unternehmen ist ein sozialer Akteur in seinem Umfeld. Durch Mäzenentum, durch Steuern, dadurch, dass das Unternehmen eben ins Umfeld reinwirkt. Ja, jetzt gibt es Maßnahmen, wie kann denn eigentlich soziale Verantwortung in Unternehmen umgesetzt werden?
Und da gibt es viele, viele Maßnahmen. Also es gibt auch gerade im Amerikanischen sehr viele ehrenamtliche Volunteering-Plattformen. Das heißt, man gibt Nachhilfe für die Kinder der Mitarbeiter, man setzt sich ein in der Flüchtlingshilfe. Man versucht, Diversity-Konzepte auszubauen. Also neben der Arbeitszeit sozusagen gibt es dann Maßnahmen ehrenamtlicher Tätigkeit in den Unternehmen, die sozusagen dann auch unterstützt werden. Ganz wichtig natürlich, ich denke, Sie sind auch dafür sensibel oder sensibel geworden, das Unternehmen soll einfach auch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Ja, Sie sind Akteure mit Ihrer Kaufentscheidung für einen Urlaub, für das nächste Smartphone, für den nächsten Computer oder das nächste T-Shirt. Und das ist natürlich auch die Idee, dass das sozial verantwortliche Unternehmen also hier bewusst auch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbietet. Und etwas, und dann kommen wir gleich zu meinem Thema, wie kann man diese soziale Verantwortung institutionalisieren und steuern? Und hier neben eben Organisationspraktiken, vor allem Instrumente wie sogenannte Verhaltenskodizes oder Compliance-Programme eine große Rolle ein, unter anderem auch zur Bekämpfung von Korruption. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den multinationalen Unternehmen, also gerade die multinationalen Unternehmen, wie Sie wissen, sind große vernetzte Einheiten. Es gibt Unternehmen, wenn wir an Apple denken oder Microsoft, deren Umsätze bei weitem das Bruttoinlandsprodukt von Portugal und Österreich zusammen übersteigen. Also stellen Sie sich vor, ein Unternehmen erwirtschaftet mehr Umsatz als alle Einwohner von Portugal und Österreich zusammen. Also wir sehen diesen großen Einfluss von multinationalen Unternehmen. Wir wissen auch durch die Schaffung internationaler Wertschöpfungsketten, also wie kommt eigentlich so ein Smartphone zustande? Denken Sie an die seltenen Erden, die irgendwo in Afrika abgebaut werden, bis hin zum Zusammenbau des Smartphones irgendwo in China. Also hier auch hat das multinationale Unternehmen natürlich eine große Verantwortung in dieser Lieferantenkette. Und deshalb konzipieren die Muttergesellschaften soziale und sozialverträgliche Standards, die dann auf die Tochtergesellschaften übertragen werden. Also diese Standards institutionalisieren sozusagen sozial verantwortliches Handeln weltweit und in den Tochtergesellschaften wird dann eben versucht, das umzusetzen. Und das ist sehr interessant, also in der Institutionenökonomik, Institutionentheorie weiß man eben, dass multinationale Unternehmen dann das institutionelle Umfeld verändern und beeinflussen, weil eben zum Beispiel Standards über das Verbot von Kinderarbeit und andere Sozialstandards eben dann umgesetzt werden in dem soziokulturellen Umfeld der Tochtergesellschaft. Ich selbst habe mich beschäftigt mit den Verhaltenskodizes. Also ein Verhaltenskodizes ist ein Soft Law. Also viele Unternehmen, bei denen sie angestellt sind, haben diese Verhaltenskodizes und beim Eintritt in dem Unternehmen unterschreiben sie, dass sie den Code gelesen haben und ihn auch befolgen. Also ein Soft Law. Es ist ein Instrument der internen und externen Kommunikation von Verantwortlichkeiten, also gegenüber den Stakeholdern, den Lieferanten, den Kunden, den Nachbarn und versucht also bestimmte Dinge zu institutionalisieren. Es ist auch ein Instrument der Kontrolle und Regulierung. Also wir hatten vor über 10 Jahren ein Gesetz, das Sarbanes-Oxley Act, was sich also jetzt auch hier für ein ethisches Verhalten von Unternehmern ausspricht. Ja, ich selbst habe also geforscht zu diesem Transfer von Verhaltenskodizes von der Muttergesellschaft in die Tochtergesellschaften. Wir haben uns da also insbesondere ein Pharmaunternehmen angeschaut, da geht es ja viel um soziale Verantwortung, ein Aluminiumunternehmen, da geht es auch viel um soziale Verantwortung und diese Standards werden also transferiert von der Muttergesellschaft in die Tochtergesellschaft.
Und wir haben also qualitative Forschung betrieben und haben uns unter anderem mit diesen Code of Conducts beschäftigt. Das waren jetzt amerikanische Unternehmen, ein amerikanisches, ein kanadisches Unternehmen. Und als wir dann also unsere Interviews gemacht haben, schüttelten also einige Leute in Frankreich, aber auch in anderen Ländern nur den Kopf, weil also in diesem Code of Conduct stand, das Tragen von Schusswaffen ist also ausdrücklich verboten. Ja. Und dann wurde also gewitzelt und wurde gesagt, ja, wo hast du denn deinen Colt? Wo ist denn eigentlich deine Schusswaffe? Das heißt, wir sehen hier also gut gemeint, aber eigentlich die Message kam natürlich überhaupt nicht rüber. Ganz im Gegenteil, es wurde also geradezu ins Lächerliche verkehrt. Wir hatten einen Fall in Brasilien, also das war der Aluminiumhersteller. In Brasilien trägt man einige Waffen. Und viele der Arbeiter dieses Aluminiumkonzerns bekamen ihr Geld, weil sie kein Konto haben, bekamen ihr Geld in einer Lohntüte. Jede Woche gab es eine Lohntüte. Und mit dieser Lohntüte liefen sie also vom Lohnbüro zum Ausgang. Und weil sie aufgrund des kanadischen Code of Conduct ihre Schusswaffen abgeben mussten, wurden sie manchmal überfallen und mussten ihre Lohntüte abgeben. Also wir sehen, wie in einem bestimmten Kontext konzipierte Regeln und Konzepte des sozialen Unternehmens in einem anderen Kontext entweder lächerlich wirken oder eben geradezu kontraproduktiv wirken. Ein zweites schönes Beispiel, ich habe ja gesagt, also ich bin ja Franco-Kulturwirt, war also die Einführung hier der Standards, also keine Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz. In jedem französischen Unternehmen haben sie eigentlich mittags, da wird also gut gegessen in der Kantine und da gibt es auch Wein und Bier. Und jetzt kamen also die kanadischen Auditor und die amerikanischen Auditor und schauten sich also an, ob alle Sozialstandards, Sicherheit, ob alles befolgt wurde, waren sehr zufrieden und um die Mittagszeit ging es dann also mit dem Personalchef und den Zuständigen ging es dann zum Mittagessen. Und was sahen die Auditor? Überall trank man Wein und Bier. Und dann wurde also gesagt, das geht überhaupt nicht, das sozialverantwortliche Unternehmen, also hier gibt es keinen Alkohol. Und wollten den Alkohol verbieten. Das war natürlich eine Katastrophe für die Franzosen. Und der findige Personalchef, ein Jurist, fand dann einen Satz im Code du Travail, im französischen Arbeitsrecht. Also ja, im Unternehmen ist es verboten, Alkohol zu trinken, aber es gibt ein paar Ausnahmen, unter anderem Wein, Bier, Cidre und Hydromel, also so ein Honiglikör. Also wir sehen hier sehr schön, wie jetzt nationales Recht sozusagen gegen dieses Soft Law eines Unternehmensrechts dann hier wirkt. Ganz schnell, was lernen wir hier raus aus diesem Transfer? Wir haben etwas, was wir Kontextualisierung nennen. Also da wurde etwas in einem nationalen Kontext konzipiert und erschaffen. Es wird dann transferiert in einen anderen Kontext und da haben wir eine Dekontextualisierung. Das heißt, es passt nicht so richtig, es ist etwas sinnlos, es regt sich auch Widerstand. Und wo wir eigentlich hin müssen, ist die Rekontextualisierung. Also wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Bestehenden und dem Neuen und müssen einen neuen Sinn schaffen, müssen eigentlich neu hier interpretieren, um diese Standards auch wirklich zu verstehen und aufzunehmen. Kommen wir zum Abschluss. Wir sehen also, wir haben bei CSR-Praktiken sehr oft eine fehlende Kontextualisierung, was zu Schwierigkeiten in den Tochtergesellschaften führt. Und zweitens, damit diese organisationskulturellen Instrumente wirkungsvoll sind, bedürfen sie einer Rekontextualisierung in den jeweiligen Tochtergesellschaften. Thank you.